So wie wir es aus Normalzeiten kennen, wird der Karneval auch dieses Jahr nicht aussehen. Der Rosenmontagszug in Duisburg ist abgesagt. Michael Jansen, Präsident vom Hauptausschuss des Duisburger Karnevals, erklärt, warum der Umzug schon so frühzeitig abgesagt werden musste. Wir hätten auch noch gerne etwas gewartet, um uns die Corona-Lage anzuschauen. Aber aufgrund, dass alle anderen Städte bereits abgesagt haben, also die Kollegen aus Essen, die Kollegen aus Uerdingen, die Kollegen aus Krefeld, die Kollegen aus Düsseldorf, selbst die Kollegen aus Köln haben abgesagt. Das heißt, wir können gar nicht mehr einschätzen, wie viele Leute kommen nach Duisburg. Corona hin, Corona her, das spielt für uns erstmal da gar keine Rolle. Wir können es nicht machen, weil wir nicht wissen, wie viele Menschen würden uns in Duisburg besuchen und würden womöglich unsere Innenstadt überrennen. Und das ist einfach ein zu großes Risiko. Können wir nicht eingehen. Über Corona-Beschränkungen müsse man in Duisburg gar nicht nachdenken, wenn die Besucherzahlen nicht abzuschätzen wären. Doch das betrifft nur den Zug, also die öffentlich zugängliche Veranstaltung. Andere Festlichkeiten sind noch nicht ganz abgeschrieben. Die Prinzenkürung wird gerade für hier in der MSV-Arena geplant. Jetzt ist es wieder freigegeben worden, dass auch in Fußballarenen wieder 750 Gäste da sein können. Das war für uns die Initialzündung zu sagen, wir krempeln jetzt wirklich nochmal die Arme hoch. Wir versuchen nochmal was möglich zu machen, nämlich hier in der wunderschönen MSV-Arena, wo wir eben halt dann wirklich Corona-konform und trotzdem auch mit Niveau und mit ganz, ganz viel Würde unsere beiden Tollitäten, also die Kinderprinzen-Crew und die große Prinzen-Crew, hier in ihren Ornat heben dürfen. Hier sie endlich nach so langer, langer Zeit als Tollitäten in Duisburg willkommen heißen dürfen. Erstmals würden der Prinz und die Kinderprinzen-Crew zusammengekürt. Im Stadion und ohne Party. Michael Jansen beschreibt, wie das funktioniert. Hier draußen werden wir eine Bühne aufbauen. Wir werden es also quasi wie ein Fußballspiel organisieren. Das heißt, unsere Gäste dürfen natürlich in den Businessbereich, dürfen natürlich auch in die Logen. Aber alles, was mit Party, also nein, Party darf man gar nicht sagen, alles, was mit Schauen zu tun hat, mit Bands zu tun hat, mit Musik zu tun hat, wird alles hier draußen stattfinden. Das heißt, wie bei einem Fußballspiel, nur dass eben halt nicht 22 Akteure über den Platz laufen, sondern wir hier draußen eine Bühne stehen haben, um dann einfach ein bisschen wenigstens Karneval zu gucken. Beim Karneval zugucken statt Party. Und dennoch freut sich der Karnevalspräsident sehr. Nach fast 2 Jahren ist ein bisschen Feiern jetzt ganz nah. Es ist natürlich anders. Es ist anders, als wir es kennen. Aber ich glaube, ich habe ja schon so ganz, ganz viele Dinge im Kopf, wie wir das auch hier in der MSV-Arena gestalten können. Und ich glaube, es wird schon eine großartige Veranstaltung. Und da bin ich jetzt schon ein bisschen nervös und ich freue mich also wirklich jetzt auf den 5. Februar, um einfach zu gucken, was geht hier in so einer MSV-Arena, was können wir alle machen. Und da freue ich mich richtig drauf, weil ich weiß, unsere beiden Crews, unsere beiden Tollitäten werden sich auch ganz, ganz fürchterlich auf diesen Tag freuen. Das fragen wir ihn direkt mal selbst, denn einer der Tollitäten sitzt heute hier bei uns im Studio, der designierte Prinz, Tobias der Erste, Tobias Schneider. Herzlich willkommen, Duisburg, hellau. Ja, hellau und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, royaler Besuch, wenn man so will, heute hier bei uns. Und die Aussage von Michael Jansen, dem Vorsitzenden des Hauptausschusses Duisburger Karneval, haben wir gerade gehört und prüfen wir jetzt direkt mal nach. Freust du dich schon auf den 5. Februar, auf Karneval in der MSV-Arena? Riesig, weil bis vor einer Woche habe ich das gar nicht mehr für möglich gehalten. Wir haben eigentlich gedacht, das fällt wieder alles aus. Und natürlich, dass jetzt so eine Alternative geschaffen worden ist, ist natürlich fantastisch. So, dass wir unseren großen Tag, unsere große Kürung endlich erleben dürfen. Und vor allen Dingen, was gibt es Besseres, als im Wohnzimmer des MSV gekürt zu werden? Ja, definitiv. Das stelle ich mir auch irgendwie bombastisch vor. Das hat es noch nicht gegeben, Karneval eben in der MSV-Arena. Aber da sind wir, glaube ich, alle gespannt, wie das werden wird. Und eben für dich ja ganz besonders, weil deine Prinzenkür, du sagtest auch gerade, stand auf der Kippe. Letztes Jahr ist sie ganz ausgefallen, Corona, wir alle erinnern uns, Karneval war ja da ja nicht viel. Das ist dann nochmal ein besonderer Moment für dich, weil dann geht deine Arbeit als Prinz ja so richtig los eigentlich oder zumindest offiziell, oder? Ja, so ist es. Dann darf ich mich auch endlich Stadtprinz der Stadt Duisburg nennen und darf dementsprechend halt auch auftreten, darf halt Altenheime besuchen
und verschiedene karitative Einrichtungen. Natürlich alles Corona-konform, das muss man natürlich sagen. Mhm. Aber dann geht es erst so richtig los, gemeinsam mit meiner Crew. Und wir können praktisch ja das närrische Zepter ein bisschen schwingen. Ja, und dann, wie gesagt, die ganzen Termine, die wir auch aus den Vorjahren kannten, alles unter Corona-Bedingungen, wie du gerade sagtest. Also ich glaube, ein Zoobesuch ist auch wieder geplant. Genau, der Zoobesuch ist geplant. Das, was natürlich nicht stattfindet, ist natürlich der Sitzungskarneval. Ja, der ist halt abgesagt worden, aber wir Karnevalisten sind kreativ und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir im Februar trotz allem ja eine schöne Zeit haben werden als Prinzencrew. Anders, aber sie wird trotzdem schön werden und einmalig. Ja, also abgespeckte Version, anders, du sagst es gerade. Und wir hatten vorhin schon kurz miteinander gesprochen, also wir haben uns da nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Du bist der erste Prinz in Duisburg, der zwei Amtszeiten sozusagen hat, der aber am wenigsten Karneval gefeiert hat. Also im letzten Jahr bist du ja schon eben zum Prinz ernannt worden, nicht gewählt oder gekürt, aber ernannt. Und jetzt eben das zweite Jahr. Wie hast du das ganze Jahr so überlebt? Also als Prinz, aber eben ohne diese ganze Karneval, der ganze Karneval drumherum. Naja, also so im letzten Jahr nach dem im Lockdown im Frühjahr 2021 musste man erstmal wieder so ein bisschen in Tritt kommen, gemeinsam mit der Crew. Weil es fühlte sich erstmal gar nicht mehr so an, dass wir eine Crew sind oder generell Karnevalsprinz. So ab dem Sommer ging es dann aber wieder ordentlich los, dass wir auch Tanztraining hatten, das ein oder andere Sommerfest. Dann war der November ja fast noch relativ normal, dass wir Hoppedienst Erwachen an verschiedenen Stellen hatten, unter anderem auch in der Innenstadt. So, und ja, wir haben eigentlich voll gefiebert auf den 15.01. Und dass natürlich dann im Dezember wieder alles anders kam, das war für uns schon ein ordentlicher Schlag in den Nacken, wo wir überhaupt nicht mit gerechnet haben. Und das war noch schlimmer wie 2020. Da war relativ ja früh klar, dass der Karneval nicht stattfinden kann aufgrund von Corona. Das war dieses Jahr halt alles irgendwie ein bisschen anders. Ne? Also bis November oder Ende November hat sich das ja noch gar nicht so abgezeichnet, dass der Sitzungskarneval so ausfällt, wie er jetzt ausfällt. Ja klar, also da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Man hat sich ja schon quasi drauf gefreut. Ja. Man hatte mehr vorbereitet als noch im Jahr zuvor, ne? Ja, definitiv. Und wir haben immer gesagt, unter 2G+ werden bestimmt einige karnevalistische Veranstaltungen möglich sein. Der Weihnachtsmarkt wurde eröffnet. Also es gab viele positive Signale, wo wir auch gedacht haben, na gut, wir werden auch Karneval feiern können. Immer noch nicht so, wie wir ihn vor Corona kannten, aber es wird was möglich sein. Und als es auf einmal hieß, der Karneval wird wieder abgesagt, ja, das hat einen schon ordentlich so den Boden unter den Füßen weggezogen. Ja, wie es ja auch vielen anderen geht in der Stadt. Viele Dinge sind ja eben dann auch wieder abgesagt worden und das nicht zum ersten Mal. Und weil es eben so eine schwierige Zeit war, auch eben für einen Vollblut-Karnevalisten wie dich, hat der HDK sich was überlegt. Du hattest gerade gesagt, jetzt am Wochenende wäre eigentlich schon die Prinzenkür gewesen, ganz traditionell in der Mercatorhalle. Und weil das eben nicht stattfinden konnte, ja, hat der HDK sich was überlegt und in ein paar Privataufnahmen schauen wir jetzt mal eben kurz rein. Duisburger Karneval steht geschlossen hinter euch und ist in Gedanken und live bei euch, um euch zu zeigen, wir halten zusammen, wir sind eine Gemeinschaft. Ja, der Duisburger Karneval hält zusammen, haben wir gerade nochmal gehört. Michael Jansen, der Vorsitzende des Duisburger Karnevalsausschusses, des Hauptausschusses. Und ich habe gerade gesagt, es war eine Überraschung für dich. Du wusstest also gar nichts am Wochenende. Was hat man dir denn erzählt? Wie hat man dich denn da hingelockt? Naja, man teilte mir eine Uhrzeit mit, dass ich so gegen 14.30 Uhr mal fertig sein sollte. Also so im Anzug und halt mit Mütze. Ja. Und es wird halt einen offiziellen Termin geben. Aber den Inhalt und was mich erwartet, das war völlig unbekannt. Und dann kam der Prinzenbus und hat mich abgeholt. Und auch die Crew war dabei. Auch
bis dato war überhaupt nichts irgendwie klar, wo fahren wir überhaupt hin, wo geht's hin? Und es hieß immer, ja, es ist ein Pressetermin. Da habe ich gedacht, ja gut, okay, ist jetzt ne, okay, aber halt nicht so schön an so einem Tag wie heute, wo man ja eigentlich eher so ein bisschen traurig war. Ja und dann sind wir praktisch an der MSV Arena angekommen und ich habe gedacht, wo kommen die ganzen Menschen her, was machen die hier? Und ja, es war fantastisch und die Überraschung ist definitiv an der Stelle geglückt. Und da möchte ich auch nochmal allen Duisburger Karnevalisten ein riesen Dankeschön aussprechen, auch im Namen meiner Crew, weil ja, die haben diesen Tag zu etwas ganz Besonderem gemacht. Definitiv, das kann ich mir gut vorstellen. Und daran sieht man ja, Alternativen kann es zu Genüge geben. Und auch wenn es jetzt nicht mehr der traditionelle Rosenmontagszug wird, wir haben es auch vernommen am Wochenende, er wurde jetzt natürlich auch offiziell abgesagt. Es soll aber Alternativen geben, aber vielleicht vorab erstmal die Frage, wie sehr schmerzt das trotzdem, so eine Tradition als Prinz eben nicht eröffnen zu dürfen? Ja, der Rosenmontagszug stand ja schon relativ lange auf der Kippe, selbst als der Sitzungskarneval noch gar nicht abgesagt war. Und ich habe immer gesagt, ja, okay, wenn es so das Einzige ist, was irgendwie nicht stattfinden kann, dann ist es irgendwie zu verschmerzen. So, es gab ja Prinzen oder Prinzen, Vorgänger von mir, die aufgrund von Sturm keinen Rosenmontagszug hatten. Ja, und das war dann auch alles wirklich spontan. Ich kann mich ja immer darauf vorbereiten, dass es den so in dieser gewohnten Form nicht geben wird. Sicherlich ist es das absolute Highlight und der Höhepunkt einer jeder Prinzensession. Aber ich weiß, dass der HDK auch da kreativ sein wird und auch der Rosenmontagszug wird ja anders stattfinden, aber er wird in kleinerem Rahmen stattfinden, ja. Und vielleicht in der MSV-Arena, denn jetzt am 5. Februar für die Veranstaltung, wo es übrigens noch Karten gibt, das soll so eine Art Generalprobe werden eben für einen Rosenmontagszug. Tobias, ich danke dir ganz recht herzlich, dass du heute unser Gast hier warst. Bestimmt nicht das letzte Mal. Die Karnevalzeit, die wird kommen. Darüber haben wir gerade gesprochen. Ja, und schon mal viel Spaß für den 5. Februar. Ist ja nicht mehr so lange. Tobias, der Erste, Tobias Schneider, war heute bei uns. Vielen Dank. Vielen Dank.